So, hallo, lieber Aufrufer hier. Eine neue Lichtgeschwindigkeit, mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit am Montag, 15. August, mit meiner Lagekommentierung kurz und hier aus der Burg Staufen. Jetzt kommt gleich Gegenlicht. Ruine seit dem 30-jährigen Krieg, also 1548, 1648, 1618 bis 1648, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ein Walnussbaum, hier kann man mal sehen, diese Burgen, die kennt man ja alle, wie sie auf den Hügeln stehen, aber in Wirklichkeit sahen die völlig anders aus. Die hatten nämlich Holzkonstruktionen und Holzdächer und die sind dann, wenn sie zerstört wurden, abgebrannt. Und dann ist nur noch dieses, was man Zyklopenmauerwerk nennt, diese Feldsteinmauern und die Stürze hier aus Ziegeln gemauert. Sowas hat man ja heute noch, sowas hatte man auch damals. Hier ist so ein Loch in der Wand. Diese Löcher, die hat man in der Zwischenzeit zu betoniert oder zu zementiert da. Das sind die Löcher, in denen nämlich Balkenwerk war. Das heißt, über diesen Fensterdurchbrüchen, Türen, war die Decke. Und die Fenster da oben waren dann schon das nächste Geschoss und darüber entsprechend. Das waren also Holzdecken. Und hier im Zwischenraum standen dann auch Ständer oder Stiele, wie man das nennt, Säulen aus Holz. Holzträger, die dann quasi hier rüber gingen und die Decken gebildet haben mit Brettern. Das waren also keine großen Hallen, so wie das jetzt aussieht, sondern es waren ziemlich gequetschte Bauwerke, soweit man lichte Räume überbrücken konnte, konstruktiv. So großräumig war das, beziehungsweise so klein und eng. Fensterscheiben hatte man damals auch noch nicht unbedingt, deshalb sind auch die Ausgucke und Fenster relativ klein. Davon ist hier das ganze Holzbaukram ja nicht mehr zu sehen. Also jedenfalls, dies ist die Ruine Staufen. In Staufen im Breisgau, das ist Markgräflerland, Oberrheinebene mit Hochschwarzwaldrand. So nennt man das so. Jetzt mache ich mal meine Presseschau. Ich habe mir schon eine schöne Dienststelle besorgt. Hier wird das jetzt gehen. So, wunderbar, dass man was sehen kann und auch noch was hören kann. Hier ist also Neue Zürcher Zeitung von heute, Montag, 15. August, Stuttgarter Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und ich gehe mal der Reihe nach die Themen durch, die wir haben. Im Moment ist eben die europäische Finanzkrise unter dem Aspekt der verschieden betroffenen europäischen Mitgliedsländer und die Diskussion um Eurobonds, was quasi eine Gesamtverschuldung, Beschaffung von Luftgeld zur Belastung über Schuldscheine, die Europa ausgeben soll und für den ganz Europa auch die Zinsen in Kauf nehmen muss. Das heißt, wenn die jetzt günstige Zinsen haben, für europäische Schulden einstehen, werden die Zinserhöhungen haben. Deshalb sind die finanziell besser stehen, natürlich gegen die Eurobonds. Aber prinzipiell ist es so, dass Deutschland dem Euro nur zugestimmt hat unter den D-Mark-Stabilitätskriterien. Das heißt, Deutschland darf nicht für die Schulden anderer Länder aufkommen, sondern eigentlich nur in dem Rahmen der finanzpolitischen Selbstbestimmung wird auch gehaftet. Jetzt gibt es aber die Euro-Krise, in der Deutschland finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch eng verflochten ist, um nicht zu sagen verstrickt, mitgegangen. Für Deutschland ist die Euro-Situation und die Rettung des Euros genauso wichtig wie für die anderen. Deshalb heißt es jetzt hier, Realüberträge zu machen. Das trifft alles die Steuerzahler. Das Drucken von neuem Geld über Euro-Bonds ist also, wie gesagt, überhaupt gar keine realwirtschaftliche Konsequenz, keine Umsteuerung des wirtschafts- und finanzpolitischen Kurses. Das ist aber verlangt. Insofern ist die Diskussion um Eurobonds im Grunde genommen ein weiterer Schwachsinn und da wird sich keine internationale Ratingagentur davon täuschen lassen. Soweit hier, aber vielleicht zwischendurch noch gesagt, in der Stuttgarter Zeitung heißt es dann, Schäuble lehnt Eurobonds strikt ab, und hier habe ich gelesen, na, wo war das, Italien, nee, in der Neuen Zürcher, in der Schweizer Zeitung. Wie gesagt, die Schweiz ist hier 50 Kilometer entfernt. Da heißt es dann, Unmut über Italiens Sparpaket. Tremonti, also der Finanzminister von Berlusconi, fordert die Eurobonds. Und aber insbesondere in dem Artikel wird hier dargestellt, das Sparpaket, welches in den nächsten 2 Jahren den Haushalt in Italien um insgesamt 45,5 Milliarden Euro entlasten soll, muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Unmut über den Sparkurs bekundeten indes nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch Mitglieder der Regierungskoalition. Kritik kam von den Gewerkschaften, von den Verwaltungsmitgliedern der Regionen, Provinzen und Gemeinden. Also quasi ganz Italien sieht nicht ein, dass es Sparpolitik
machen soll und der Finanzminister fordert Eurobond. Das sieht nach gar nichts aus, was im Moment passiert und auch nicht danach, dass die europäische Politik die Anmutung bekommt von Verlässlichkeit und dass es Hand und Fuß hätte. Das ist schlecht. Und hier nochmal etwas Hinweis auf die Inflation. US-Konzerne mit vollen Kassen, ja, zum Beispiel die Firma Google, soll 76 Milliarden fließende Mittel haben, also flüssig sein. Die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und das ist inflationäres Geld. Das ist auch nicht damit getan, dass sie noch weitere Billionen drucken. Und insofern ist die Tatsache, dass man jetzt wiederum Staatsanleihen macht, das heißt, diese Firmen, die Kapital haben, können wieder Geld für Scheine geben, ist im Grunde ein Luftgeldtrick, der keinem mehr befriedigt, vor allen Dingen denjenigen, die diese inflationären Dollars handhaben, genauso wie mit dem inflationären Euro. Also als weiteres ist noch zu sagen hier, dass wir eine ganz besondere Variante haben des Sexismus. Wenn man jetzt in den Nachrichten hört, dass die Aufstände in Tottenham vaterlose Söhne von alleinerziehenden Frauen sind, dann könnte man sagen, die CDU versteht sich selbst nicht. Der CDU-Kandidat in Schleswig-Holstein ist gestern zurückgetreten, wenngleich der doch nun schon sozusagen als tochterloser Vater bereits die Umkehrung dieses Dramas verstanden hat. Das sieht ja aus wie ein Zukunftsprojekt, wenn man das Problem auf der Straße mit vaterlosen Söhnen in England hat, hat man ja hier vielleicht mit kinderlosen Vätern auch ein Problem. Und das meine ich allerdings jetzt ironisch für alle, die überhaupt nicht mitdenken bei solchen Fragen. Wir können diese gesamten ordnungspolitischen Sachen nicht auf die europäische Ebene politisch verlagern. Wenn hier nicht die Leute von Tottenham gegen ihre eigene Politikverortung, also in London, sich positioniert hätten, sondern gegen Brüssel, hätte man das jetzt nicht befriedigen können. Immer weiter die Probleme von der Erlebnis- und Lebenssphäre wegverlagern, führt zur Abkopplung der Verantwortung und allerdings auch in der Umkehrung die Desintegration der Menschen im demokratischen Sinne. Wer damit nichts am Hut hat, kann das alles vergessen, aber in Wirklichkeit sind das die Kriterien, nach denen heute Ordnungspolitik zu geschehen hätte und ich vermisse das total auch bei uns in Deutschland. So, das wollte ich hier zu der Sache sagen. Und nochmal zu den Überschriften. Neue Zürcher Zeitung hat heute nochmal rückblickend: Berlin gedenkt der Opfer der Mauer. Die Altkommunisten als Altlast bei den Linken in der Linkspartei. Nun gut, ich glaube, dass das aber eher eine Koketterie ist. Dann also italienische Sparpolitik, der Unmut und US-Konzerne mit vollen Kassen. Das sagt uns hier die Neue Zürcher Zeitung. Während die Stuttgarter Zeitung: Schäuble lehnt Eurobonds ab und runter vom hohen Ross, Demokratiepolitik muss ehrlich und transparent sein. Das betrifft das, was ich gerade kommentiert habe. Und ansonsten Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch Streit über Gesetzgebungsverfahren über Euro, Rettungsthema. Und ich möchte demnächst wieder was zur europäischen Integrationspolitik sagen, die einfach die Befindlichkeit der Menschen überfordert. Es hat keinen Sinn, zentralistisch politische Ordnungsmaßnahmen zu machen, die die Menschen an der Lebensbasis nicht akzeptieren. Insofern muss also eine Realpolitik kommen in der Beziehung. So, das ist hier von der Ruine Staufen. Und jetzt zeige ich nochmal, hier ist der Ausgang. Wenn man hier rausguckt, kann man das Kernkraftwerk Fessenheim hinter dem Rhein sehen, vorausgesetzt man weiß, wo das ist. Ich will nicht jeden dampfenden Schornstein als Kernkraftwerk verdächtigen, aber hier durch komme ich also dahin und wir blicken also hier sozusagen von der Ruine Staufen auf das Oberrheintal hier gegenüber, da wo es dunkel ist am Horizont, das sind schon die Vogesen, da ist bereits Frankreich. Nach links geht es nach Basel und nach rechts geht es nach Freiburg im Breisgau, also hier Marktschäflerland und die Ruine Staufen und hier meine Konkurrenz. Viel Spaß noch.